Ja, von links nach rechts, also das passt. Gut. Machen wir so. Wandern nicht nach hinten. Nein. Im Namen von Club Computer darf ich euch recht herzlich begrüßen zu dem Vortrag über Urheberrecht und mache gerne noch den Joachim Lohart übergeben. Ja, okay, danke. Angekündigt, beziehungsweise angefragt und dann angekündigt war ein Bericht aus Brüssel zum europäischen Urheberrecht. Ich bringe aber angelegentlich auch einen Bericht aus Wien zum österreichischen Urheberrecht mit, weil sich da nun ergeben hat, dass eine Novelle nun wahrscheinlich mit ziemlicher Sicherheit kommen wird. Und da wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn man auch kurz drüber redet. Da zum Reda-Report, der jetzt am 9. Juli verabschiedet wird. Ja, das eine oder andere zu sagen ist aber nicht erschöpfend, wahrscheinlich für eine Dreiviertelstunde. Grundsätzlich, dieser Report ist kein Gesetz. Es ist auch keine Gesetzesinitiative. Das Stichwort Panoramafreiheit oder die Gefahr, dass die Panoramafreiheit eingeschränkt wird, was das ist, erkläre ich noch, aber das ist so in Medien schon ein bisschen herumgegeistert. Und die einen oder anderen haben in sozialen Netzwerken gesagt, boah, da kommt jetzt schon wieder von der EU ein Gesetz und überhaupt. Das ist einfach ein Bericht, den im Rahmen des Justizausschusses der Jury einen mehr oder minder unverbindlichen richtungsweisenden Charakter hat, aber wie das halt so mit Richtungen ist, man zeigt in eine gewisse Richtung und ob das dann da ist oder da ist, wo man dann am Ende landet, ist dann wieder zweifelhaft. Aber nichtsdestotrotz ist es schon einmal das, was da drin steht oder dass es überhaupt diesen Bericht, diesen Report gibt, schon mal durchaus etwas Bemerkenswertes. Er ist einerseits das Ergebnis der öffentlichen Konsultation, die ja stattgefunden hat, wo sehr viele Nicht-Urheber und auch Nicht-Produktionsfirmen oder Lobbyorganisationen, sondern sehr viele einfach ganz normale Internetnutzer sich daran beteiligt haben. Diese Konsultation ist ausgewertet worden und die Julia Reda, die Piratin im Juryausschuss, hat entsprechend auch in ihrem Report darauf Bezug genommen. Nichtsdestotrotz, es geht darum, dass man das europäische Urheberrecht, das heißt die Richtlinien, die es gibt derzeit zum Urheberrecht, das ist namentlich die sogenannte Infosoc-Richtlinie, dass man die jetzt endlich nach einigen Jahrzehnten des mehr oder minder mit Ach und Krach Existierens und Funktionierens doch einmal novelliert. Entweder, dass man sie ganz in die Tonne haut und was Neues macht oder dass man sie zumindest so adaptiert, dass sie für die nächsten 10 oder 15 Jahre vielleicht wieder einigermaßen die Dinge sinnvollerweise regelt, also auch dem technologischen Stand entsprechend ist. Den Stand der Dinge, den beschreibt die Julia Reda in ihrem Report und sie zeigt auch Lösungsvorschläge auf. Wie gesagt, sie ist Mitglied der Piratenpartei der Deutschen. Das hat zu einigen Irritationen und zu einigen Verwerfungen geführt seitens der Urheberverbände oder Verwertungsgesellschaften, Lobbyverbände der Musik- und Film- und sonstigen Industrie. Schlussendlich aber, spannenderweise, ist dabei ein Bericht herausgekommen, der jetzt
eigentlich nur diejenigen, die sowieso ständig hyperventilieren und den Weltuntergang am nächsten Tag kommen sehen, zur Sorge veranlasst hat. Alle anderen, selbst Urheberverbände, Verwertungsgesellschaften, haben öffentlich oder halb öffentlich gesagt, das, was da drin steht, ist ja nicht ganz unvernünftig. Was im Einzelnen drinsteht, ist jetzt nicht Gegenstand, was im Report, also dem Ursprungsbericht drinsteht. Vom Prozess her funktioniert es so, dass die Julia Reda hat mit ihrem Team einen Bericht geschrieben und jetzt haben im Juryausschuss wie auch in allen anderen Ausschüssen die dortigen Mitglieder, Parteien oder auch nationalen Mitgliedstaaten und Interessensverbände über die Abgeordneten und die Mitglieder der Verbände die Möglichkeit, Einfluss auf den Bericht zu nehmen. Das heißt also, das, was am Ende, am 9. Juli entschieden wird, oder worüber abgestimmt wird, besser gesagt, das ist eine Konsenslösung. Die ist nicht ganz so österreichisch konsensual, das heißt also, es ist durchaus auch etwas Progressives drin, es ist nicht irgendwie ein reiner Schwamm, sondern es sind durchaus sehr unterschiedliche Bereiche, die entweder neu geschrieben wurden in dem Bericht, also jedes einzelne Kapitel kann man mit entsprechenden Änderungswünschen versehen, andere Dinge sind sogar vielleicht etwas weiter gefasst worden, als die Julia Reda das ursprünglich angedacht hat. Andere, siehe wieder das Stichwort Panoramafreiheit, sind völlig ins Gegenteil gekehrt worden. Julia Reda hatte ursprünglich gedacht, die Panoramafreiheit solle für alle Mitgliedstaaten gleich ausschauen. Das fanden ihre, sagen wir mal, Gegner im weiten Sinne oder sachlichen Gegner durchaus auch nicht verkehrt, aber sie hatten sich halt dann oder sie stellen sich darunter eher eine EU-weite Einschränkung vor und nicht eine Ausweitung für alle, aber im Einzelnen. Zunächst, was steht nicht im Report, beziehungsweise was wird nicht in den dann Grundlage der weiteren Gespräche sein. Zum einen, Julia Reda hat in ihrem Ursprungsbericht vorgehabt, dass die Urheberrechtsschranken, das heißt also die Werkfreiheit, Werknutzungsfreiheiten beispielsweise für Bibliotheken oder für andere Zwecke, für andere Institutionen, privilegierte Institutionen, dass diese Schranken, freien Werknutzungen, für alle Mitgliedstaaten gleich sind. Momentan haben wir ein Set von verschiedenen Schranken und freien Werknutzungen, also Schranken ist der deutsche Begriff, österreichisch heißt es eben nur freie Werknutzung, ist es die freie Werknutzung in gewissem Maße. Und es wäre vorgesehen gewesen, das Set an Schranken, das wir haben, in ganz Europa, verpflichtend für alle Länder einzuführen. Momentan kann sich ja jedes Land aussuchen, also 28 verschiedene Mitgliedstaaten haben wir, jedes Land kann sich aussuchen, welche Schranke es in welchem Umfang einsetzt. Wenn man sich vorstellt, dass gerade im Bereich der Wissenschaft international, europaweit gearbeitet wird, kann man sich dann auch denken, dass das schwierig ist, wenn der eine Projektpartner in seinem Land etwas darf, was der andere in seinem Land nicht tun darf. Das ist nicht ganz so geschickt, erfordert durchaus immer wieder auch eine gewisse Rechtsnachforschung und Reibungsverluste etc. Und das wollte sie verhindern, indem sie sagt, alle sollen bitte schön die gleichen Schranken haben. Das wird nicht drin sein. Also man hat das tatsächlich abgewehrt. Das heißt aber nicht, dass es nicht vielleicht noch passieren wird. Das steht nur nicht in diesem Bericht drin. Des Weiteren wollte Julia Reda eine flexible und offene Norm einführen, also eine Regelung, die es schafft, technische Gegebenheiten, von denen wir jetzt noch nicht einmal denken können, dass sie existieren werden, auch in eine künftige Richtlinie aufzunehmen. Ein Problem ist halt immer bei der Gesetzgebung, sie reagiert auf Bestehendes und das heißt, sie ist immer hintenher. Als die InfoSoc-Richtlinie eingeführt oder in Kraft getreten ist, 2002 gab es keine Streaming-Dienste. Und im Grunde genommen, als wir über die Richtlinie verhandelt haben, nämlich noch im 20. Jahrhundert, gab es kein Google, gab es kein YouTube, gab es kein Facebook, kein gar nichts. Und ungefähr das ist dann der Stand der Dinge. Und deswegen eine offene Norm. Dagegen haben sich also jetzt für den Abschlussbericht denn die Letztfassung auch die meisten ausgesprochen dagegen.
auch nicht enthalten sein wird, die Forderung von Julia Reeder, die Schutzfristen wieder zu überhaupt zu verkürzen. Wir haben die Möglichkeit in der Berner Übereinkunft, das ist so die Grundlage des europäischen und internationalen Urheberrechts, Schutzfristen auf 50 Jahre nach dem Tod des Urhebers zu verkürzen. Momentan sind wir bei 70 Jahren, das heißt, man hätte quasi die Schutzfrist um 20 Jahre verkürzt. Manche Werke wären gemeinfrei geworden 20 Jahre früher. Auch diese Verkürzung von Schutzfristen hat man abgelehnt. Stattdessen hat man sich zumindest darauf geeinigt, die Schutzfristen nicht noch weiter zu verlängern. Denn man könnte dem Beispiel Mexikos folgen, dort ist die Schutzfrist 100 Jahre nach dem Tod des Urhebers. Oder auch sonstige Vorstellungen der Disney Corporation, vielleicht ein ewiges Urheberrecht einzuführen oder etwas in dieser Art und Weise. Also das wird nicht stattfinden, eine nennenswerte Verkürzung, sondern sie werden quasi eingefroren. Und es sollen auch, das ist für Frankreich relevant, nationale Aufschläge auf Schutzfristen sollen entfallen. Frankreich, das ist mir auch neu gewesen, hat für Kriegshelden, das ist allerdings durchaus auch eine Sache mit Zeitablauf, also für Kriegshelden, die Urheber sind, haben sie die Möglichkeit, 20 weitere Jahre einen urheberrechtlichen Schutz zu haben. Also dort, da gibt es manche unterschiedlichen Regelungen. Was es nicht geben wird im Report als Forderung, ist ein audiovisuelles Zitatrecht. Momentan gibt es EU-weit nur das Recht, aus Texten zu zitieren. Das ist sozusagen das, was der Stand der Dinge ist. Bilder zu zitieren ist in dem Sinne auch nicht möglich. Es ist auch nicht möglich, Laufbilder, also bewegte Bilder, das heißt Film, zu zitieren. Und man kann auch nicht zitieren aus Tonwerken, egal ob das gesprochenes Wort ist oder Musik oder nur Geräusch, weil bei Film und bei Musik oder Ton im weitesten Sinne immer noch ein Leistungsschutzrecht mit dazukommt und das Leistungsschutzrecht sieht keinerlei Ausnahme für Zitate vor. Das wollte sie ändern, indem sie ein allgemeines Zitatrecht einführt, wie es in manchen Ländern eben schon existiert, aber EU-weit eben nicht, aber das hat auch keine Mehrheit gefunden bislang. Eine Mehrheit gefunden hat aber die Tatsache, dass ein Leistungsschutzrecht für Presseverlage nicht sinnvoll sein soll. Das heißt, ein Leistungsschutzrecht für Presseverlage wird nicht im Report gefordert. Das ist durchaus etwas aufgrund der Erfahrungen in Belgien, in Deutschland, in Spanien, wo man gesagt hat, na, das ist nicht wirklich zielführend. Das ist auch eines der Dinge, vor denen Google am meisten Angst hat, nämlich ein europäisches Leistungsschutzrecht. Google hat in Europa mit dem größten Marktanteil im Vergleich zu den USA, wo es mehrere Suchmaschinen neben Google noch gibt. Und da wäre ein Leistungsschutzrecht europaweit natürlich durchaus hinderlich in gewissem Maße. Über den Sinn und Zweck müssen wir uns, glaube ich, auch nicht weiter unterhalten. Das Letzte, was nicht enthalten sein wird, ist ein Wort zur Linkhaftung, nämlich was passiert, wenn ich einen Link setze auf etwas, von dem ich nicht weiß, ist es eine Urheberrechtsverletzung, ja oder nein. Prinzipiell, ein Link darf man nicht setzen, wenn man damit einen geschützten Bereich angeht, hineingeht, also in einen passwortgeschützten Bereich, also ein Deep Link, und man darf auch keinen Link setzen auf Dinge, die offensichtlich rechtswidrig sind. Also deswegen kann man ja Kino.to oder Movie4K.to etc. Klagen, weil sie ja Links auf offensichtlich rechtswidrig eingestellte Materialien setzen. Ob die das hosten oder nicht, wie sie es immer draufschreiben, ist völlig irrelevant. Das spielt überhaupt keine Rolle, darum geht es auch nicht. Das wird jetzt nicht behandelt, die Frage der Linkhaftung. Julia Reeder wollte halt hier auch Rechtssicherheit schaffen und sagen, für Links haftet man nicht. Aber wie gesagt, das ist keine einfache Thematik. Was enthält der Report? Was wird drinstehen? Einerseits eben den Vorschlag, die Panoramafreiheit in Europa einheitlich zu regeln. Das hatte Julia Reeder sich auch gedacht, aber nicht gedacht hat sie sich eben, dass kommerzielle Ablichtungen von urheberrechtlich geschützten Werken zustimmungspflichtig sein sollen. Das heißt also,
Kunstwerke im öffentlichen Raum als auch Werke der Architektur im öffentlichen Raum sollen im Rahmen kommerzieller Nutzungen zustimmungspflichtig werden. So steht das zumindest momentan in dem Entwurf drin. Ob das so am 9. Juli abgestimmt wird, ist eine zweite Sache. Ich erkläre gleich noch etwas dazu. Dann, was enthält der Report noch? Ganz klar ein Bekenntnis zum gemeinsamen europäischen oder auch nationalen kulturellen Erbe. Und es geht vor allem auch darum, dass dieses kulturelle Erbe, sofern es schon gemeinfrei ist, auch gemeinfrei bleibt. Heißt, sobald ein bereits gemeinfreies Werk aus dem 19. Jahrhundert zum Beispiel oder Anfang des 20. Jahrhunderts eventuell digitalisiert wird, dass da nicht ein neuer urheberrechtlicher oder leistungsschutzrechtlicher Schutz drauf passiert. Denn das ist etwas, was sehr einfach geht. Man nimmt ein Werk, das gemeinfrei ist, verändert ein bisschen was daran, also die Orthographie beispielsweise, oder man schaut, dass irgendwie die Beistriche passen, und dann hat man möglicherweise eine ausreichende Schutzhöhe erreicht, um neuen urheberrechtlichen Schutz zu erlangen an diesem Werk. Das kann funktionieren, wenn man es ausprobiert, muss man erstmal dagegen klagen, dass das so beansprucht wird. Und das ist dann nicht einfach. Und dem wollte sie vorbeugen zum Beispiel, und das wird in jedem Fall drin sein. Das heißt also, gemeinfreie Werke, kulturelles Erbe soll weiterhin auch im digitalen Zeitalter kulturelles gemeinfreies Erbe bleiben. Auch enthalten sein wird die Forderung oder die Überlegung, dass Bibliotheken, Archive, die digitale Inhalte elektronisch bereithalten, dass die hinsichtlich der Online-Ausleihe oder der elektronischen Ausleihe privilegiert sind. Wenn man sich die Verträge anschaut, die Bibliotheken wie die Wiener Stadtbüchereien mit Verlagen haben, wenn es um E-Books geht, dann schauen die sehr anders aus, als wenn es um physische Werke geht. Das heißt, um richtige Bücher. Richtige Bücher erwirbt man ja, da hat man ein Eigentumsrecht dran, aber den E-Books normalerweise nur ein Nutzungsrecht. Das heißt, nach, sagen wir mal, 50 oder 100 Ausleihen endet der Vertrag und die Büchereien können dieses Buch nicht weiter ausleihen, sondern müssen einen neuen Vertrag theoretisch abschließen. Außerdem muss man DRM einsetzen etc. Also es gibt durchaus große Restriktionen, die für Bibliotheken oder Büchereien und Archive, die ja eigentlich Kulturgut bewahren sollen und auch zur Verfügung stellen sollen, durchaus ein Hindernis sind. Das soll in jedem Fall sichergestellt werden, dass es dazu mal eine Regelung gibt. Und auch spannend ist das Recht auf Privatkopie oder das Recht zur Privatkopie, wie es besser heißt, aber hier kann man fast sagen, sogar das Recht auf Privatkopie, das soll nicht technisch beschränkt werden dürfen. Es gibt eine Entscheidung des EuGH, in der in einem Nebensatz steht, dass, und den kann man so interpretieren, dass der EuGH sagt, dass man DRM-Schutzmaßnahmen zum Erstellen einer Privatkopie durchaus rechtlich legal umgehen dürfte. Das ist aber, naja, es ist eine Interpretation. Der Europäische Gerichtshof hat manchmal doch eher was Orakelhaftes im einen oder anderen Ansicht. Man kann über den ein und selben Satz trefflich aus zwei verschiedenen Richtungen eine Interpretation anfertigen. Das soll aber jetzt klargestellt werden, dass die Regelung, die in der Infosoc-Richtlinie da ist und die wir in jedem nationalen Urheberrecht haben, deswegen, dass technische Schutzmaßnahmen zur Erstellung einer Privatkopie nicht umgangen werden dürfen, dass das vorbei sein soll. Also wer legal erworben hat und davon eine Kopie anfertigen möchte für seine eigenen legalen Zwecke, der soll das machen dürfen und im Zweifel dafür auch diese Schutzmaßnahmen umgehen können. Wie das ausschaut, wissen wir noch nicht, weil durchaus der Kauf und die Verbreitung von technischen Hilfsmitteln, um solche Hilfsmittel zu umgehen, eigentlich auch nicht legal ist. Wir werden sehen, wie das ausschaut. Kurz zur Panoramafreiheit. Panoramafreiheit heißt, dass man das Recht hat, alles, was in der Öffentlichkeit sich befindet, an Werken der Kunst oder Architektur, abzulichten, ohne Genehmigung. Das heißt Panoramafreiheit. Eingeschränkt werden kann die Panoramafreiheit in der Regel nur dadurch, dass der Zugang
zu diesen Werken nicht öffentlich ist. Also beispielsweise, wenn es sich um einen privaten Park handelt, in dem ein Brunnen sich befindet, oder wenn eine Mauer ein Gebäude schützt, man darf diese Privatsphäre in gewissem Maße oder diese Eigentumssphäre nicht in irgendeiner Weise schädigen oder darüber hinausgehen, sondern das, was sich öffentlich befindet, was öffentlich zugänglich ist. Also die Schule hier von außen ist erlaubt, darf man erlaubterweise fotografieren, aber die Schule von innen wiederum nicht, weil die Schule ja von innen nicht öffentlich ist. Das ist ja kein öffentlicher Raum. Hier gilt ja auch ein Hausrecht. Es geht also dann, sobald ein Hausrecht gilt. Der Grad der Freiheit ist im Ampelsystem hier aufgezeigt. Das heißt, rot sind die Länder, die gar keine Panoramafreiheit kennen. Prinzipiell. Also wer in Italien oder in Frankreich schon einmal Urlaub gemacht hat und dort Fotos gemacht hat, eigentlich scheint es dort keine Panoramafreiheit zu geben. Die weitestgehende Panoramafreiheit, nämlich die, die sich auch auf Innenräume bezieht, hat Großbritannien, Irland und hat die Niederlande. In Österreich ist die Regelung so, alles, was öffentlich zugänglich ist, ist fotografierbar und damit auch weiter verbreitbar in gewissem Maße. Alles, was durch irgendetwas Abgegrenztes ist nicht möglich zu verwenden. Bitte? Auch wenn man durch einen Zaun durchsieht? Das ist jetzt wieder ein Unterschied. Man darf sozusagen nicht irgendwie etwas quasi, man darf es nicht wie bei einem, man darf nicht ein Hilfsmittel benutzen, drüber fotografieren, also mit einer Stange oder sonst irgendwas. Wenn es sichtbar ist, geht das, also durch einen öffentlichen Zaun, aber man darf nicht ein Loch in die Hecke schneiden oder so etwas. Das funktioniert nicht. Aus dieser Wie, aus dem dritten Stockwerk, fotografieren? Ja, das ist dann von der, je nachdem, für die Nachbarn gilt das, für der nicht da wohnt, gilt das nicht. Es gilt auch nicht in Innenräumen, das heißt also auch nicht in Museen. Dafür braucht man auch eine Genehmigung. Ebenfalls eine Genehmigung braucht man beispielsweise beim Belvedere. Das heißt also, der ORF kann nicht einfach dort irgendetwas filmen, sondern braucht in jedem Fall eine Genehmigung, für eine Drehgenehmigung oder ähnliches. Am Stephansplatz braucht das nicht, wenn man da vom Stephansplatz ist. Weil das Belvedere umfriedet ist. Ja, genau. Weil es nicht öffentlich ist. In dem Sinne. Ja, genau. Das ist genau der Hintergrund. Eine Einschränkung hat es auch. Texte, die im öffentlichen Raum sich befinden, wie auch immer das dann ausschaut im Einzelnen, gehören auch nicht zur Panoramafreiheit. Das ist also nur Kunstwerke, also bildnerische Kunst oder eben Architektur. Die Regelung, die in der Diskussion nun ist oder die auch medial so aufgepoppt ist, handelt im Grunde genommen davon, dass man nicht eine Fotografie eines öffentlich zugänglichen Gebäudes oder öffentlich sichtbaren Kunstgegenstandes kommerziell nutzen darf, ohne Genehmigung. Das ist sozusagen die Vorstellung, die man hat. Die Frage ist, wie relevant wird das sein? Also grundsätzlich für den normalst anzunehmender Nutzer, für die Touristen und für alle anderen wird das relativ keine großen Konsequenzen haben. Allerdings, sobald man sich im digitalen Raum bewegt und die Leute dringen ja so wahnsinnig da oder gieren so wahnsinnig darauf, in sozialen Netzwerken ihr Zeug abzuladen, also quasi jede biologische oder sonst welche Regung da fotografisch festzuhalten, inklusive ihrer Aufenthalte in Städten, dann kann es problematisch werden. Denn soziale Netzwerke sind ja immer auch kommerzielle Unternehmen. Und die Frage ist, inwieweit nun Facebook oder Twitter nicht doch irgendwie für diese Regelung relevant sein könnte. Also dass beispielsweise Facebook mit einer europäischen Verwertungsgesellschaft oder einer Verwertungsgesellschaft im Lande des Firmensitzes in Europa eine Regelung treffen muss, eine finanzielle. Und Facebook wird das mit großer Wahrscheinlichkeit wie Google nicht machen.
Also es wird Konsequenzen haben für den digitalen Raum. Ja. Inwieweit trifft es denn noch vorhandenen Fotografen, der eine Hochzeitsgesellschaft so fotografiert, der Schulklasse fotografiert, der Hintergrund ist oder Schloss oder irgendein Gebäude. Das ist ja auch eine kommerzielle, er verkauft. Richtig, ja, genau. Kann im Grunde zusperren sein Geschäft? Nein, er muss die Preise erhöhen, weil er Lizenzkosten zahlen muss. Das schauen wir mal in der Praxis an, wie das geht. Das macht die Sache natürlich schwieriger oder die Motive werden etwas einheitlicher, nicht? Weil natürlich alle Werke, die gemeinfrei sind, und da wird irgendwann eine Liste existieren, werden dann die entsprechenden beliebten Motive werden. Ich habe jetzt persönlich keine Erfahrung, wie es mit der Panoramafreiheit ist in den Roten, also in Belgien, respektive Frankreich und in Italien, von der Ukraine und so weiter, schon ganz abgesehen, wie das dort geregelt wird. Es gibt jetzt schon entsprechende Möglichkeiten natürlich oder Verwertungsgesellschaften in dieser Richtung. Es wird sicherlich, also für bildende Kunst, es gibt eine, glaube ich, Verwertungsgesellschaft Bildkunst schon in Deutschland, die für bestimmte Zwecke da ist. Jetzt nicht für Panoramafreiheit oder so etwas, aber für andere Dinge, weil man natürlich auch Kunstwerke, wenn man sie professionell ablichtet, die in einem Innenraum sich befinden, dafür muss man ja zahlen. Das sieht der Herr. Gute Frage. Na, der andere Herr war eher da. Entschuldigung. Wem fällt sowas ein, bitte? Da darf man sich wirklich nicht wundern, dass die Leute angefressen sind auf alles, was irgendwie aus dieser Richtung, aus Richtung EU kommt, weil das ist ja de facto nicht durchführbar. Wenn ich im öffentlichen Raum irgendwas fotografiere, und irgendwo habe ich ein Fizal drauf von irgendwas urheberrechtlich geschützte. Die einzigen, die sich freuen darüber, sind die Anwälte. Wem freut sich das Schwachsinn ein? Schwierig. Also ich verstehe durchaus das Interesse daran, dass man, wenn man als Architekt oder als Künstler jetzt einmal mit einem Kunstwerk in den öffentlichen Raum tritt, dass man natürlich nicht nur an diesem einen Auftrag, sondern auch in der Folge irgendwie Tantiemen heraus lukrieren möchte. Ich verstehe das durchaus. Würde ich mir auch wünschen, aber das ist ja sehr irreal, bitte. Die Frage nun, wie das durchführbar ist und vor allem, und das macht die Sache eben auch von der Diskussion hier dann wieder auch ein bisschen kühler, wenn wir uns das anschauen, in welchen Ländern alles als eine Panoramafreiheit gibt, wie viele Länder werden mit großer Begeisterung diesen Verwaltungsaufwand einführen wollen, weil es wird ein Verwaltungsaufwand sein. Und man muss herausfinden, wer ist der Urheber dieses Kunstwerks. Bei Kunstwerken geht es gerade noch, aber bei irgendwelchen Gebäuden unter Umständen weiß man es, wird schwierig. Einen Marktplatz aus einem Seegebäude, bitte. Viel Spaß. Eben, genau solche Dinge. Das wird es problematisch machen. Aber es kann natürlich sein, dass man dafür Verwertungsgesellschaften. Also Österreich wird eine Verwertungsgesellschaftenpflicht einführen, das machen sie für alles. Ich berichte nur. Ich sage Ihnen nur, worüber diskutiert wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich dann schlussendlich in eine Richtlinie kommt, halte ich jetzt nicht für sehr wahrscheinlich. Also nicht für sehr groß, muss ich ehrlich sagen. Ich muss mal schauen. Also wie gesagt, ich frage mal Kollegen in Italien, ob die irgendwie mit Kunstbildbänden oder so irgendeine Erfahrung haben, irgendwas mit moderner Architektur. Wie macht das mit auf mein Beispiel zu der kleine Fotograf, der für Hochzeitsgeschenke oder sonst was fotografiert, in Frankreich, wie macht das in Italien? Ja, das muss ich sagen, das kann ich Ihnen jetzt im Moment nicht sagen, wie es ist, aber ich kann mir vorstellen, das macht man über Lizenz. Weil da gibt es eine Verwertungsgesellschaften-Geschichte dafür. Man zahlt halt pro Session, die man macht oder so irgendwie. Man sagt, ich fotografiere jetzt an Tag X da. Und man zahlt dann entsprechend was ein an der Verwertungsgesellschaft. Ich meine, im Grunde genau wie einer Disco, die irgendwie am Land ihre Hits rauf und runter spielt, die gerade aktuell ist, die zahlt ja auch einfach ein und sagt dann ungefähr, was sie gespielt hat, oder sie macht ein Pauschalding. Also es gibt eine Lösung dafür, wir halten es nur nicht für sinnvoll. Ich kann nicht, jetzt frage ich wieder auf dem Bauplatz in 10 Häuser, wie kommen die Hauseigentümer dann zu ihrem Geld? Kommen Sie einfach zu Ihrem Geld in Frankreich, läuft so zum Beispiel,
Die Lichtinstallation, die den Eiffelturm beleuchtet, die ist urheberrechtlich geschützt. Wenn man die fotografiert und ins Netz stellt tatsächlich, dann finden einen die. Und die kommen dann. Die schicken da Abmahn, schreiben, wo dann drinnen steht, für die Veröffentlichung der Fotografie der Lichtinstallation von, hätten wir gerne von Ihnen Summe von. Und so wird es auch bloß. Aber das schon funktioniert, weil das wird in jedem Land durchsetzbar. Da stellt sich allerdings die Frage, ob das Licht oder die Lichtinstallation. Die Lichtwirkung der Lichtinstallation ist urheberrechtlich geschützt. Wenn du die fotografierst, kriegst du Abmahn. Über 3, 4, 5, 600 Euro. Also, das Problem. Da geht es nicht um Verwertungsgesellschaften dazwischen, sondern da geht es wirklich um Kohle passiert. Ja. Und sonst so Kohle. Die Sache ist, der hat eh schon Kohle genug gewählt. Ja, genau, das ist der Punkt. Ja. Der Architekt hat auch schon Kohle genug gewählt, wenn er ein Haus baut. Ja, ich meine, ich hätte auch gern, dass man meine Kunden regelmäßig Geld überweisen, war schön, aber ich bin es halt nicht. Naja, das System des Urheberrechts ist schon so, dass es angelegt, dass man nicht einmalig für einen Auftrag ein Geld bekommt und damit alles abgegolten ist, sondern dass durchaus Tantiemen fließen. Das ist quasi wie Zinsen auf etwas. Dafür bekommt man nicht einmalig sehr viel, sondern bekommt halt eben über eine lange Zeit immer wieder ein bisschen was. Das kann sehr unterschiedlich sein. Bei einem Architekten gibt es einmal sehr viel. Ja, wie auch immer, nur es geht um das Grundprinzip dahinter eben auch. Also wenn es um Lukrierung geht, von Geldmitteln geht. Ja, Wuffi, ich stelle mir meine Frage schon beantwortet. Das heißt, theoretisch, ich mache einen Preis für dich, vor irgendwo durch drei Länder, fotografiere irgendwas, publiziere das irgendwo in einem Buch, in einer Zeitung, wo sie immer betreffen, dass man irgendwer von denen, die da drauf sind, eine Rechnung schickt. Ja, unter Umständen. Aber wie gesagt, ich gebe ja nur wieder, das ist ungefähr so die derzeitige Lösung, die wir in Österreich eben haben, mit auch zur kommerziellen Nutzung, die frei ist. Wir haben ziemlich eindeutig, wie ungefähr die Interessen da verteilt sind. Wie gesagt, also im Grunde genommen ist es um die Zeitchart, das jetzt zu diskutieren, ganz einfach deswegen, weil das ist so weit weg. Also wir wissen es nicht. Also es steht nur in einem Bericht drin. Es hat also tatsächlich keine wirkliche Auswirkung. Das Problem, jetzt hat man schlafende Hunde bei den Lobbys gelegt. Nein, schauen Sie, im Grunde genommen, wir haben... In der Europäischen Union lassen wir Griechenland einmal situationsbedingt beiseite, Italien, Frankreich und Belgien, die momentan eine solche Panoramafreiheit überhaupt nicht kennen. Das sind drei Länder, Frankreich, Italien sind jetzt keine kleinen Mitgliedstaaten, auch was die Einzahlungen anlangt, nichtsdestotrotz, aber es ist eine Mehrheit von Ländern, die keine keine Hemmungen hatten, bislang Panoramafreiheit anzuerkennen. Also, wie gesagt, also ich würde das jetzt, also noch, ich nehme es zur Kenntnis und wenn man Lust hat, dem Abgeordneten in Brüssel zu schreiben, also den österreichischen Abgeordneten braucht man schon gar nicht schreiben, weil die interessiert das auch nicht. Also die sagen sich, wir sind auch nicht blöd und führen was ein, was bei uns so funktioniert. Vor allem, man muss ja auch überlegen, wie gesagt, es schafft Rechtsunsicherheit und wenn jemand irgendwie die Hofburg fotografiert, ist das auch eine Werbung für Wien. Und wenn sich da jemand Gedanken macht, ist das Urheberrecht an irgendeinem Trakt der Hofburg vielleicht noch nicht abgelaufen, dann ist das auch nicht gut. Also insofern. Vielleicht nicht einmal ignorieren, aber zumindest einmal einfach zur Kenntnis nehmen und die Sache dabei belassen. Nicht zur Kenntnis nehmen, ich habe nicht mehr viel Zeit, 10 Minuten ungefähr. Urheberrechtsnovelle in Österreich. Was drinstehen wird, weil das überall drinstehen muss in der Europäischen Union, nämlich von einer offensichtlich rechtswidrig hergestellten oder öffentlich zugänglich gemachten Vorlage, und das ist damit auch rechtswidrig, darf keine Privatkopie angefertigt werden. Das hat praktisch keine Auswirkung, weil das zivilrechtlich nicht wirklich verfolgt wird, wenn man trotzdem eine Privatkopie anfertigt von irgendeinem Ding, das man irgendwie von einem One-Click-Host herunterlegt.
es hat nur Auswirkungen auf die Berechnung des Gesamtaufkommens für die Privatkopie. Das heißt, Raubkopien sind keine Privatkopien. Das ist im Grunde genommen die Einschränkung für das Aufkommen der Privatkopie. Aber praktisch hat es keine Auswirkungen, weil Sie müssen jeden einzelnen Fall zivilrechtlich als Rechteinhaber verfolgen. Erstens mal können Sie das gar nicht nachweisen unter Umständen, und selbst wenn Sie das könnten, was zahlen Sie oder was bekommen Sie für eine Datei mit, was weiß ich, 1,2 Gigabyte oder so, die einfach runtergeladen wurde? Naja, gut. Also es ist nicht wirklich entscheidend. Für alle, die in Archiven, Bibliotheken, Schulen oder sonstigen Bildungseinrichtungen arbeiten, was jetzt zukünftig funktionieren wird, ist der elektronische Dokumentenlieferdienst. Das heißt, es gab ja bekanntermaßen, oder gibt bekanntermaßen die Bücherwägen, die zwischen den Bibliotheken hin und her fahren und Fernleihe unterstützen oder Fernleihe ermöglichen. Fernleihe ist jetzt auch elektronisch möglich, das heißt, Aufsätze aus Zeitschriften etc. zum wissenschaftlichen oder zum Schulgebrauch dürfen jetzt auch elektronisch versandt werden, im Grunde fast ohne Einschränkung. Das ist möglich. Was auch ohne Einschränkung möglich, was ebenfalls möglich ist, für öffentliche Einrichtungen, namentlich Archive, Bibliotheken oder auch Schulen, nämlich es dürfen, das habe ich doch gerade schon, das stand falsch, Entschuldigung bitte, ich habe das stand doppelt, was auch, das hat sich irgendwie verrutscht beim Ausdingsen. Also, wir haben einmal die Möglichkeit, elektronischen Dokumentenlieferdienst in Anspruch zu nehmen und nicht mehr nur per Fax oder ausgedruckt oder per Post. Das Zweite, was möglich sein wird, Archive dürfen anstelle eines physisch vorhandenen Werkes auch eine digitale Kopie ausstellen oder zugänglich machen oder verleihen. Das heißt, der Schulbibliothek könnte theoretisch den ganzen eigenen Bestand einscannen, den es hat, und anstelle dessen jeweils das eine Exemplar den Schülern oder auch den Studenten eben digital zur Verfügung stellen, um damit gewissermaßen auch die Abnutzung der Werke zu verhindern und Ähnliches. Das ist also jetzt auch möglich, also digitales Zeitalter kann in Bibliotheken Einzug halten, in Schulen und Universitäten und anderen Bildungseinrichtungen kann man auch jetzt im Rahmen des Unterrichts elektronische Semesterapparate anbieten, das heißt also Werke mit Ausnahme von Lehrbüchern, das heißt also alles, was für den Schul- oder für den Lehrgebrauch wirklich explizit geschrieben wurde, aus dem ÖBV oder sonst irgendwas, darf nicht verwendet werden, aber alle anderen Werke dürfen in elektronischen Semesterapparaten jetzt am eingeschränkten Teilnehmerkreis einer Veranstaltung zur Verfügung gestellt werden. Das wird möglich sein, und zwar soweit es den Rahmen und den Zweck erfordert. Das inkludiert auch Filmwerke. Bei Tonwerken haben wir jetzt noch keine Regelung dazu. Das ist Musik oder anderes ist nicht vorgesehen ausdrücklich. Aber Filmwerke sind vorgesehen 2 Jahre nach der Erstveröffentlichung. Das heißt also, wer wie damals mein Religionsprofessor uns regelmäßig mit Ben Hur begeistern wollte, damit er sich die Vorbereitung spart, kann das jetzt auch elektronisch machen und zur Verfügung stellen. Das ist in jedem Fall möglich. Was auch geregelt sein wird, das halte ich auch nicht für unwichtig, wir werden jetzt eine Regelung zum unwesentlichen Beiwerk haben. Wir haben vorhin über Panoramafreiheit gesprochen. Wenn zufälligerweise im Hintergrund ein Architekturmonument oder irgendein Kunstwerk abgelichtet ist, aber eigentlich man was ganz anderes fotografieren will, wenn man irgendwie auf der Kärntnerstraße ist, kommt man nicht umhin, irgendwas Architektonisches auch mit abzulichten. Wenn man jemanden fotografiert, dann kann man sagen, das ist ein unwesentliches Beiwerk. Also fotografiere ich einen Menschen oder irgendetwas oder mache ich eine Aufnahme von irgendetwas und zufälligerweise passiert noch etwas anderes, das urheberrechtlich eigentlich geschützt ist und wo ich eine Genehmigung hätte einholen müssen, beispielsweise, dass ein Auto vorbeifährt und irgendeine komische Musik aus den Fenstern plärrt, dann
sagen Sie, das ist unwesentliches Beiwerk. Natürlich dürfen Sie nicht absichtlich dieses Auto mit der Musik vorbeifahren lassen, dann ist es kein unwesentliches Beiwerk mehr. Man könnte das Ganze auch ein bisschen besser lösen. Nicht damit gelöst sein wird die Geschichte, dass sollten Sie sich bemüßigt fühlen, zu Musik zu tanzen und das ins Internet zu stellen, dass Sie dann die Musik, zu der Sie tanzen, zu einem unwesentlichen Beiwerk erklären. Das wird weiterhin wesentlich bleiben, auch wenn die Zuckungen nichts mit dem Musikwerk zu tun haben. Das ist also eine Videoaufnahme von einer Disco, ist nicht gerade unbedingt unwesentliches Beiwerk, die Musik. Naja, es kommt darauf an, wenn Sie ja Interviewreihen mit den unter Umständen, also aber wenn die in den Filme habe ich also, nein, das nicht, aber so, es kann sein, dass die Musik in einer Diskothek unwesentliches Beiwerk ist. Und wenn die Aufnahme so lang ist wie ein Musikstück, naja gut, das ist halt ein Zufall. Also, naja, es kommt immer drauf an, natürlich im Urheberrecht. Die Aufnahme ist aber auch wieder maßgebend auf eine Person oder mehrere. Inwiefern? Auf eine Person ist zum Fragen. Nein, das ist was anderes. Wir reden jetzt nicht vom Persönlichkeitsrecht. Sie müssen immer, wenn Sie jemanden ablichten, fragen. Aber wir reden von Urheberrecht. Persönlichkeitsrecht ist eine andere Sache. Sie dürfen nicht eine Aufnahme von jemandem machen, der irgendwie einen Hauseingang sperrt und das dann ins Internet stellt. Das ist keine Urheberrechtsverletzung, das ist eine Persönlichkeitsrechtsverletzung. Ja, meistens von sich selber machen. Eine wirkliche Neuerung und etwas, das wirklich gut ist, wir dürfen ab sofort, oder wenn es in Kraft tritt, in Österreich aus allem zitieren, was es so gibt. Sie erinnern sich daran, Julia Reeder wollte einführen, dass in ganz Europa audiovisuelle Zitate möglich sind. Also Zitate aus Filmen, aus Musik oder aus Tonaufnahmen. In Österreich wird das möglich sein in Zukunft, neuerdings. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, Sie haben ab sofort, ab Inkrafttreten, also ab 1. Oktober die Möglichkeit, aus jedem erschienenen Werk oder auch selbst aus veröffentlichten Werken, also die noch nicht richtig erschienen sind, sondern nur der Öffentlichkeit bekannt gemacht sind, zu zitieren. Egal was es ist. Völlig wurscht, denn Sie können hier diese einzelnen Vorabpunkte für sich erst einmal auf Seiten lassen, denn Sie haben eine Generalklausel im Satz 5, in dem eben steht, Einzelstellen eines erschienenen Werkes dürfen in einem selbstständigen neuen Werk angeführt werden. Das muss die üblichen Zitatregeln natürlich einhalten, aber es funktioniert. Also in gewissem Maße könnten Sie damit auch eine Art von Remix-Recht für sich in Anspruch nehmen. Sie müssen natürlich Zitatregeln einhalten, das heißt, Sie müssen wenigstens im Abspann oder in einer geeigneten Form Ihre Quellen angeben. Das geht. Das heißt, also für den Schulgebrauch ist jetzt möglich, im Grunde genommen aus einzelnen Musikwerken, aus einzelnen Filmwerken etwas Neues zusammenzuschnipseln. Ja, na, das ist ja wieder eigene Geschichte. Da geht's um ein bisschen noch was anderes. Da geht es um Verlinkung und die Übernahme von mehr als Zitat. Sie müssen berücksichtigen, wenn Sie ein Stück haben, das 2 Minuten ist und aus einem Werk zitieren, das 1 Minute ist, dann sollte Ihr Zitat nicht entsprechend auch 1 Minute sein. No, das funktioniert nicht. Das heißt, Sie müssen ein richtiges Verhältnis wahren. Wie das so ist, denken Sie eben an das wissenschaftliche Plagiat. Wenn Sie ein ganzes Kapitel kopieren oder abschreiben, dann ist das kein Zitat mehr, nicht einmal ein wissenschaftliches Großzitat. Das funktioniert nicht richtig. Also das ist in jedem Fall eine Neuerung, die unter Umständen hilfreich sein kann. Ja. Aber das heißt auch, dass ich es durchaus im Zusammenhang leisten kann. Ja, ja, natürlich. Das können Sie bei jedem Zitat immer tun. Sie müssen natürlich aufpassen, dass Sie, also bei audiovisuellen Werken ist, glaube ich, der Zusammenhang vom Zitat her nicht unbedingt wesentlich. Also wenn Sie jetzt aus einer Mozart-Oper irgendwie einen Ausruf zitieren, bei einem wissenschaftlichen Werk, wenn Sie dann auch gleichzeitig kommentieren wollen, ja, aber dieser Dolm hat doch das und das gesagt und stellt euch vor, und das ist nur der eine Halbsatz, und das Aber und das Jedoch
zitieren Sie nicht, dann haben Sie natürlich Probleme mit der Entstellung. Aber Ihr Zitatrecht ist natürlich in Anspruch genommen, richtigerweise. Das funktioniert. Also die Geschichte hat immer mehrere Ebenen. Für den künstlerischen Bereich ist das aber in Zweifelsohne sicherlich möglich in Zukunft. Gut, das eventuell kann auch noch von Interesse sein, wissenschaftliche Beiträge, Urheber, die Angestellte oder Angehörige des wissenschaftlichen Personals einer Einrichtung sind, haben die Möglichkeit, nach 12 Monaten Frist ihr Werk an einer nicht kommerziellen Stätte oder Stelle nochmals zu veröffentlichen, heißt in Online-Repositorien, wissenschaftlichen und ähnliches. Die Lösung ist etwas besser als sie in Deutschland, aber sie ist jetzt auch nicht völlig optimal. Ich habe mich um die Festplattenabgabe herumgemogelt. Es ist eine Abgabe auf Pferdedroschken, wären wir eigentlich schon längst mit Elektromotoren unterwegs sind. Wie auch immer, ich glaube, ich habe jetzt keine Zeit mehr, oder? Wie viel Zeit habe ich denn überhaupt? 1:15. Achso. Angeblich schon. Halbe Stunde, laut meiner. Dann mache ich einfach weiter. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher. Entschuldigung. Achso, 16:30. Da ist eine Uhr. Bis 16:30 Uhr. Ja. Gut, dann bummel ich nochmal zurück. Ich habe jetzt auf den falschen Knopf gedrückt. Bitte, das Ding heißt in Zukunft Speichermedienvergütung. Das ist der offizielle Begriff. Und Sie haben das sehr umfänglich, Sie haben etwas sehr umfänglich geregelt. Oder neu geregelt, wo der OGH gesagt hat, wir brauchen keine Regelung. Das, was wir momentan eigentlich im Urheberrechtsgesetz stehen haben zur Leerkassettenvergütung, gilt auch für alle weiteren Medien, die es so geben könnte, inklusive Mobiltelefon, Speicherkarten. Tun Sie mir den Gefallen, wir sprechen jetzt nicht über den Sinn und Zweck von Festplattenabgaben oder den Sinn und Zweck von Speichermedienvergütungen. Es gibt das Recht zur Privatkopie in Österreich und das muss vergütet werden. Ich halte das für nicht verkehrt und es ist auch allgemein in internationalen Abkommen so festgelegt, dass es einen gerechten Ausgleich geben soll. Wir haben genug darüber zu diskutieren, wie es ausgestaltet ist. Positiv ist in jedem Fall das hat der EuGH auch schon festgestellt und deswegen steht es jetzt drin, dass in dem Fall, wo nicht zu erwarten ist, dass ein mehr als geringfügiger Nachteil entsteht, also beispielsweise bei Speicherkarten in Kameras, die man sich selber erwirbt, also diese Digitalkameras, dass in diesen Fällen, wo nur ein sehr geringfügiger Nachteil entsteht, dass da eine Vergütung zu zahlen ist. Also weil es wird darauf hinauslaufen, dass alle möglichen Unternehmen sagen, auf unseren Speicherkarten entsteht nur ein geringfügiger Nachteil. Prüft das bitte. Also das wird erneut Anwaltskanzleien und Gerichte möglicherweise beschäftigen. Ups, das war zu schnell. Das ist also das eine. Gar keine Vergütung ist möglich. Und für alles andere kann es eine Vergütung geben. Jetzt hat der österreichische Gesetzgeber in seiner Weisheit und Kreativität insgesamt 9 verschiedene Kriterien oder Umstände formuliert, auf die bitteschön bei der Bemessung der Vergütungshöhe für jedes einzelne Medium, das es gibt, also von der Leerkassette bis hin zum USB-Stick, Rücksicht genommen werden soll. Und zwar auf bisher geltende vergleichbare Vergütungssätze, und zwar innerhalb Österreichs und auch innerhalb der Europäischen Union oder der Vertragsstaaten der EWR, also auch der Schweiz oder Norwegen, wobei Norwegen hat überhaupt keine Speichermedienvergütung, sondern zahlt es aus dem Kulturbudget. Dann auf den Schaden, der für den Urheber durch die Vervielfältigung und deren Auswirkung auf die normale Werkverwertung,
dann auf den Vorteil desjenigen, der Privatkopien anfertigt, und auf den Vorteil dessen, der diese kopierfähigen Geräte oder diese speicherfähigen Geräte, Verzeihung, einführt oder verkauft, und auf das Ausmaß, in dem diese Geräte und Speichermedien dazu verwendet werden können für eigene oder private Kopien. Und auch die Anwendung von Schutzmaßnahmen muss eventuell berücksichtigt werden. Dann auf nutzungsrelevante Eigenschaften, auf die wirtschaftlichen Interessen der Hersteller dieser Speichergeräte, das heißt also Sony und andere, Apple, die Geräte herstellen oder die Scheiben oder sowas herstellen, deren wirtschaftlichen Interessen sollen auch berücksichtigt werden und dass die sollen nicht unzumutbar beeinträchtigt werden. Ein wirtschaftlich angemessenes Verhältnis zwischen Vergütung zum Preisniveau, das heißt also, wenn ein USB-Stick 10 Euro kostet, darf die Speichermedienvergütung nicht 9 Euro sein. Das sollte auch berücksichtigt werden. Und bei der Betreibervergütung, das ist ein Unterpunkt bei der Speichermedienvergütung, auf den Umfang der Nutzung des Gerätes, auf den Standort, das heißt also, ob es direkt in der Uni ist oder nur irgendwie am Morzinplatz oder sonst irgendwo, mitten in der Pampa, irgendwo in Hietzing oder sowas, auf die übliche Verwendung und so weiter. Diese 9 Punkte haben ein Problem. 8 davon sind höchstwahrscheinlich EU-rechtswidrig. Denn nur ein einziger Punkt darf herangezogen werden laut der EU-Rechtsprechung, nämlich der Nachteil des Urhebers. Das ist Punkt 3. Auf den Schaden für den Urheber durch die Vervielfältigung, deren Auswirkung auf die normale Werkverwertung und auf die berechtigten Interessen des Urhebers. Dafür ist die Privatkopievergütung der sogenannte gerechte Ausgleich und für nichts anderes. Die Höhe der Privatkopievergütung, dass die sich daran richtet, wie die wirtschaftlichen Interessen der Händler oder der Hersteller dieser Geräte sind, hat da überhaupt nichts drin verloren. Und es hat auch nichts darin verloren, wie jetzt die Händler oder Hersteller die Preise gestalten. Es geht darum, wie hoch ist der Schaden. Wie hoch ist der Schaden für den Urheber oder für alle Urheber im österreichischen Staatsgebiet zusammen pro Jahr, der durch die Privatkopieregelung entsteht. Und das muss dann umgelegt werden. Alles andere, ja, kann man eigentlich, es ist zum Teil doppelt gemoppelt, denn der Schaden für den Urheber, der Nachteil für den Urheber, ist natürlich eigentlich auch der Vorteil für den, der Privatkopien anstellt. Also wird im Grunde genommen möglicherweise sogar hier verdoppelt. Also dem einen der Nachteil ist dem anderen sein Vorteil. Und wenn beides bei der Schadensbemessung eine Rolle spielt, ja, gut, die Schwierigkeit nun ist einmal das. Und das Zweite aber ist ganz grundsätzlich in der Diskussion, wie hoch ist denn der Schaden? Wie hoch ist der Schaden, der jährlich dadurch entsteht, dass es eine Privatkopie überhaupt gibt? Erstens für den einzelnen Urheber und zweitens für alle zusammen. Der Schaden heißt, stellen Sie sich vor, Sie kaufen sich ein Buch, also ich bin ein Bücherfreund, ich mag gedruckte Bücher, deswegen dieses Beispiel. Sie kaufen ein gedrucktes Buch und Sie arbeiten darin. Sie kopieren einige Seiten daraus, weil Sie Ihr Buch nicht irgendwie mit Kugelschreiber oder Filzmarker oder anderem irgendwie angehen wollen. Vielleicht machen Sie sogar wie in dem Fall, Sie digitalisieren ein bisschen was, Sie scannen was ein und bearbeiten das dann. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir ein zweites Buch kaufe anstelle des einen Buches, nur weil ich in das eine Buch nichts hineinschreiben möchte? Das ist der mögliche Schaden, der für die Urheber entsteht unter Umständen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Werk nicht noch einmal gekauft wird, weil es das Recht zur Privatkopie gibt? So ungefähr, das ist der ökonomische Rahmen, in dem wir uns möglicherweise bewegen. Ja, es ist sehr schwierig. Es hat noch niemand wirklich, kein Ökonom hat es auf sich genommen, den Schaden wirklich zu berechnen. Das ist nicht einfach, aber... Wie ist denn der Umkehrschluss? Darf ich den Nutzen? Ja, der Nutzen, das wäre dann auch. Weil oft ist es ja so, zum Beispiel mir fällt so, wenn ich irgendwo einmal einen Auszug lese, sage ich, okay, kauf mir das Buch.
Ja, nein, der Auszug, es geht ja für, Sie müssen ja das Buch schon irgendwie legal in Ihren Fängen haben, damit Sie eine Privatkopie anfertigen. Also, ja. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie sich... Ja, eben, das ist dann der Schaden. Jetzt hat man nun Folgendes gemacht, als Antwort auf die Kritik, die ich jetzt da geäußert habe an der Frage des Aufkommens, nämlich... Man möchte einen Beirat für die Geräte- und Speichermedienvergütung installieren und dieser Beirat soll doch bitteschön empirische Untersuchung über die tatsächliche Nutzung der Geräte oder Speichermedien ermitteln, auf deren Grundlage dann die Nutzerorganisationen, das heißt die Wirtschaftskammer und die Arbeiterkammer, wo es else, über die angemessene Vergütungshöhe dann verhandeln kann. Das heißt also, der Beirat ist dazu da, den Markt zu beobachten, zu evaluieren, die Speichergeräte und Verfügungsgeräte oder Speichermedien und Nutzungsverhalten zu erfassen und Neuverhandlungen von Gesamtverträgen zu erleichtern. Hier steht auch kein Wort über den Schaden, sondern es steht nur etwas über das Nutzungsverhalten. Und tatsächlich haben wir bislang in allen veröffentlichten und nicht veröffentlichten geheimen oder nicht geheimen Studien zum Thema Privatkopie immer nur den Gesamtumfang aller Kopien, die auf einem Gerät sich befinden. Das heißt also, wenn die Verwertungsgesellschaften Ihnen Zahlen erzählen darüber, wie viele Musikstücke, wie viele Filme, wie viele Bilder, wie viele, was auch immer Sie sich dabei Ihnen auf dem Gerät sich befinden können, dann ist das die Gesamtsumme aller Werke, die Sie darauf finden, weil anders kann man es in der Regel, so wie die Studien das machen, nicht erheben. Sie fragen nämlich nicht danach, was ist ein urheberrechtlich geschütztes Werk, was gehört Ihnen, was ist eine Privatkopie und was ist von iTunes oder was ist von was auch immer. Das wird nicht unterschieden. Etwas, das bereits mehrfach lizenziert ist, wäre ein iTunes-Stück, ist keine Privatkopie. Sie dürfen 7 oder 8 verschiedene Geräte gleichzeitig mit einem Musikstück bespielen, dürfen es gleichzeitig verwenden, müssen halt abmelden, wenn sie ein neues anmelden wollen, wenn sie alle schon voll haben. Das sind keine Privatkopien, die vergütungspflichtig sind, weil sie das schon lizenziert haben. Auch keine Privatkopien sind alle Raubkopien, also alles, was sie sich aus dem Internet irgendwo von Portalen runterladen, die also ganz eindeutig offensichtlich irgendwie keinen Vertrag mit 20th Century Fox oder so abgeschlossen haben, dass sie den neuesten Film runterladen dürfen. Das ist alles auch nicht legal und wahrscheinlich ist auch keine Privatkopie Ihr privates Urlaubs- oder sonst wie Foto, das Sie irgendwo dann am Gerät liegen haben. Das heißt, die Privatkopie ist ja in der Definition sehr eingeschränkt inzwischen durch die EuGH-Rechtsprechung, aber es wird immer noch nicht über den Schaden gesprochen. So, das ist im Grunde genommen der Stand, was in jedem Fall auch, muss ich mal schauen, ja, was auch sicherlich Gegenstand eines Gerichtsverfahrens, sogar vom Verfassungsgerichtshof sein wird. Das haben die Verwertungsgesellschaften fast schon angekündigt, so wie man sagt, am 24. Dezember ist Heiligabend, nämlich die 29-Millionen-Deckelung. Ursprünglich, also 29 Millionen sind 20 Millionen Privatkopievergütung für Speichermedien und 9 Millionen für die Reprographievergütung. Das in ein Gesetz hineinzuschreiben, erscheint nicht gesetzlich legal oder richtig zu sein. Der Normenkontrollklage wird es wohl geben entsprechend. Die Verwertungsgesellschaften sagen natürlich, 29 Millionen für alles zusammen ist uns zu wenig. Andere, die Nutzerorganisationen, sagen, das ist viel zu viel, das ist unbegründet. Wir haben den Höchststand von 17,6 Millionen ohne Reprographievergütung in, ich glaube, 2012 gehabt. Die Frage, ob wir jetzt zwischen 2016 und 2019 überhaupt 17,6 Millionen erreichen dürften als Schaden, ist auch fraglich, aber ganz einfach auch von der Art und Weise. Diese Zahl von 29 Millionen ist eine politische Zahl, die ausgehandelt wurde, und wo man gesagt hat, naja, das ist noch einigermaßen für den zahlungspflichtigen Handel erträglich, vor allem weil die Regelung so ausschaut, dass alle früheren Rücklagen, die gebildet wurden, keine Rolle spielen. Also sie zahlen dann nur dann das, was gerade so eben der Fall ist. Ja. Wie soll ich mir das jetzt vorstellen, wenn alle möglichen Unternehmen herkommen und sagen, sie sind nicht bereit,
dieses zu zahlen, weil sie auf ihren Datenträgern ohne dies nur firmeneigene Daten speichern werden. Wer übernimmt da die 29 Millionen Euro? Ja, also, da muss man noch etwas dazu sagen. Nämlich, vergütungspflichtig sind keine Unternehmen. Das heißt also, eine Firma oder eine Institution, eine juristische Person, die Datenträger kauft, zahlt keine Vergütung. Entweder, wenn sie mehr kauft, kriegt sie eine Freistellung durch die Verwertungsgesellschaft. Das ist wie so ein, gehen Sie über los und nicht ins Gefängnis, ziehen Sie 4.000 irgendwas ein. Das muss nicht bezahlt werden. Oder man bekommt als kommerzieller Nutzer, als gewerblicher Nutzer, als institutioneller Nutzer, als juristische Person bekommt man das Geld zurück. Per Antrag bei den Verwertungsgesellschaften. Das heißt, zahlen tun im Prinzip ausschließlich Privatnutzer, die beim Mediamarkt oder beim Sconce oder bei was auch immer dort eine CD kaufen oder einen PC oder sonst irgendetwas. Was es auch allerdings nicht geben wird, das ist dann Anna die Frage, eine Gerätekette, das heißt, also es wird immer nur ein Speichermedium, wenn man einen Computer kauft, wird nicht auch eventuell ein Speichermedium im Bildschirm, falls es sowas gibt oder so, vergütungspflichtig sein, sondern nur das eine, wofür man das verwendet. Das heißt, es werden auch keine Drucker oder Scanner oder sowas, sollen eigentlich nicht extra vergütet werden. Es war vorgesehen, dass alles vergütet wird, was womit man nur theoretisch, also inklusive wahrscheinlich dann der drahtlosen Maus, dass die vergütungspflichtig werden sollte. Naja, man darf ja träumen, nicht? Das stand auch 100 Millionen pro Euro als insgesamtes Aufkommen im Raum mal. Und das meinten die gar nicht so unscherzhaft. Es ist jetzt so, dass die Vergütungsansprüche zukünftig nicht nur gewerbliche und institutionelle Nutzer zurückbekommen können oder die Vergütung, die bezahlt wurden, sondern auch Privatnutzer. Ein jeder Mensch, der eine Privatkopie anfertigen darf, aber ein Gerät kauft, das er zu 100% nicht dafür nutzt, weil da nur Raubkopien drauf sind, derjenige kann zur Verwertungsgesellschaft gehen und sagen, bitte schön, schau her, da habe ich jetzt nur die neuesten Filme drauf, die alle aus dem Internet sind und das sind keine Privatkopien, ich möchte gerne mein Geld zurückhaben. Beziehungsweise wie auch immer. Das Spannende an der Sache, ich meine, nein, man muss halt sich, Juristerei ist nicht ganz so trocken, man kann sich immer überlegen, wie man die ganze Sache netter macht. Man kann es ja ausprobieren. Das Spannende an der Sache ist die Geltendmachung oder Glaubhaftmachung. Es ist so, Sie müssen es nicht beweisen. Also eigentlich brauchen Sie Ihre Festplatte gar nicht zur AKM tragen, die dafür verantwortlich ist. Wie ja. Schaut es denn eigentlich mit Backup-Medien aus? Die sind vergütungspflichtig. Backup ist ein Vorteil für Sie. Ich meine, Sie haben ja auch kein Backup von Ihrer physischen Bibliothek. Das ist halt ein Vorteil, den Sie bei digitalen Daten machen können. Und dass Sie das machen können und dass Sie nicht ein DRM da drauf haben, das ist ein Vorteil für Sie, beziehungsweise ein Nachteil, denn sonst würden Sie ja, also wenn Sie ein Backup nicht, wenn Sie kein Backup machen dürften, würden Sie das Werk vielleicht ja nochmal kaufen. Ja. Frage dazu, wenn ich jetzt ein Backup mache und meine Festplatte, meine Backup-Festplatte geht kaputt und ich muss eine neue Festplatte dort hineinschieben, zahle ich dann wieder URA? Im Prinzip ja. Die Frage nun lautet, das wird eine sehr spannende Frage und ich kann jede Nutzerorganisation nur anregen, sich zusammenzuschließen und sich damit zu beschäftigen, nämlich ab welchem Punkt hat man den Anspruch auf Rückzahlung des Vergütungsanspruchs, der Vergütung und in welchem Maße sind diese Tatsachen, die den Rückzahlungsanspruch begründen, der Punkt, glaubhaft zu machen. Wie gesagt, glaubhaft machen heißt in der juristischen Fachsprache nicht beweisen. Sie müssen es nur so überzeugend darlegen können, dass man es glaubt. Menschen sind gerne leichtgläubig, aber längst natürlich, sobald es um ihr Geld geht, eher nicht. Also die Frage ist jetzt wirklich, wie weit werden die Verwertungsgesellschaften
einer Glaubhaftmachung hier zustimmen im Einzelfall, weswegen es unter Umständen angeraten ist, gemeinsam, das heißt also zu vielen, diese Ansprüche geltend zu machen, denn es ist möglich, diese Ansprüche auch abzudrängen. Denn Sie können, das ist nicht ausdrücklich verboten, darum ist es durchaus erlaubt, Sie können einer Nutzerorganisation auch sagen oder einer Institution, bitteschön, ich trete dir meinen Rückzahlungsanspruch ab, mach was damit. Und ja, dann tut man, weil es ist wird ein Problem sein, eine einzelne Vergütung einer Festplatte sind, 10, 20 Euro vielleicht, jetzt einmal als irgendeine Hausnummer gesagt, und dafür, wenn Ihnen die Verwertungsgesellschaft sagt, nada, ich zahle dir nichts zurück, dafür werden Sie keinen Rechtsanwalt in Anspruch nehmen und dafür werden Sie nicht vor einen Verfassungsgerichtshof oder OGH gehen. Das funktioniert mit 20 Euro nicht. Das funktioniert dann nur, wenn Sie 20.000 haben. Was der VKI macht dann irgendwann, das ist eh wahrscheinlich schon vorprogrammiert. Naja, also ob der VKI sich dafür interessiert, der interessiert sich für Waschmaschinen und Eiskästen. Also treten die Ansprüche an den Clubcomputer an, was Spende. In die Richtung läuft es hinaus. Es wäre aber wünschenswert, wenn es nicht viele Organisationen machen, sondern nur eine einzige, weil dann haben sie auch ein entsprechendes Gewicht. Also da muss man dann vielleicht einen Pool gründen oder sonst irgendwas in der Art. Da gibt es schon Ideen dazu. Gut, das ist im Grunde jetzt so das, was man zur Speichermedienvergütung der Kommenden sagen kann. Wichtig ist, wenn Sie eine Vergütung zahlen, dass auch auf Ihrer Rechnung zukünftig ausgewiesen sein muss, dass Sie sie bezahlen. Nicht ausgewiesen sein muss, wie viel Vergütung da drin steckt. Das ist für die Händler und Hersteller möglicherweise ein sehr großer Aufwand in der Logistik, Ihnen, weil Sie ja die ganzen Datensätze natürlich neu bestücken müssten. Ich habe das nur so sagen können. Also mir hat eben ein Händler gesagt, ja, also der Aufwand, also darüber freut sich wahrscheinlich nur ein Softwareunternehmen oder sowas, die das einprogrammieren dürfen. However, es muss auf die Vergütung hingewiesen werden, dass die abgeführt wird und das ist dann die Voraussetzung dann auch für einen Rückzahlungsanspruch. Ja. Wie weiß ich dann die Vergütungshöhe, die Tarife muss die Verwertungsgesellschaft veröffentlichen. Das heißt, sie dann der Streitwert ist oder der gegenständliche Rückzahlungsanspruch entspricht dann dem Tarif. Das heißt aber, wenn ich einen PC oder was kaufe, dann muss auch dann die Größe der Rechner der Festplatte drinstehen. Das jo. Ist kaum richtig. Ja. Es ist empfehlenswert. Also achten Sie dann ungefähr auf das. Ein Kassenbuch wird es wahrscheinlich nicht draufstehen. Nein, aber Sie werden der Spezifizierung ja hoffentlich. Sie werden ja wissen, was Sie kaufen und irgendwo wird das ja stehen. Also in der Regel. Ich stelle mir das jetzt einmal vor, dass man das auch beim Hofer so hat. Und das sollte man nachweisen. Also wer das auch, ja. Ja, also das in jedem Fall, dass es durchaus hilfreich dafür. Gut, ja, das ist so mehr oder minder. Entschuldigung, ja. Eine Frage, wenn das nicht auf der Rechnung explizit angeführt ist, ja. Welcher Betrag das ist, wie kann ich dann eine Rückforderung an diese Verwertungsgeschichte? Wie ich schon meinte, die Tarife müssen veröffentlicht werden. Die Tarife werden im Amtsblatt veröffentlicht, respektive auch auf der Homepage der Verwertungsgesellschaft. Da gehen Sie einfach davon aus, da haben Sie dann, was weiß ich, zwischen 1 und 5 Terabyte sind das 38,88 Euro. Und dann fordern Sie halt 38,88 Euro zurück, wenn Sie eine Festplatte zwischen 1 und 5 Terabyte haben. Elan. Wie ist das mit den 29 Millionen Euro aus? Angenommen, die Verwertungsgesellschaft kommt drauf, wir haben die 29 Millionen, da gibt es ab August keine. Ja. Zum einen das, möglicherweise, es werden dann wahrscheinlich keine Festplatten, keine Computer mehr verkauft. Und zum zweiten auch, die 29 Millionen sind vor Abzug der Rückerstattung. Das heißt also, wirklich wissen, wie viel man erst dann, wenn alle Rückerstattungsansprüche erledigt sind. Was in sich auch
völlig idiotisch ist, weil im Grunde genommen, bis das bis man dann die letzte Entscheidung hat, wenn man das ausjudizieren lässt mit einem Rückzahlungsanspruch, steht der Endbetrag nicht fest. Also nimmt man irgendwie auf Verdacht hin ein und zahlt dann quasi 28,9999 Millionen irgendwie ein und der Rest, der ist irgendwie für den Fisch oder für den Händler. Ich keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie Sie sich das vorstellen. Und was die Künstler wirklich kriegen von den 21 Millionen, sind es 4%. Es ändert sich jedes Jahr, es sind auch mal 5% gewesen. Es waren auch 2,65% einmal von den Tantiemen. Aber rund 90% aller Tantiemenbezugsberechtigten bekommen eben ja, unter 50 Euro, zwischen 50 und 100 Euro. Ja, naja, das sind halt diejenigen, die mehr bekommen, nicht? Und wie viel ins Ausland fließt und so. Sind diese Wagen, Angaben dabei eigentlich rechtlich abgesichert? Waage in Bezug auf was? Was Waage ist eben, wenn 29 Millionen erreicht sind, ja nichts mehr fällig oder... Na, ich meine, die ganze Idee ist eigentlich nicht rechtlich abgesichert. Ich meine, naja, es ist halt irgendwie, im Grunde, na, man soll keine Politik machen, aber ich meine, so schauen halt die Gesetze aus, die da gerade rauskommen. Ne? Das Problem dabei ist nur, dass der Nutzer das Ganze zu bezahlen hat. Schauen Sie, die Sache ist die. Es ist ja nicht unbedingt jetzt... Ich will dann Herrn Auinger und die anderen Kollegen im Referat Zivilrecht doch in Schutz nehmen. Es ist immer ein Unterschied, ob das, was politisch erwartet wird, in einem Gesetz drinsteht oder dem, was die Juristen im Haus sagen, was sinnvoll ist. Ich habe gehört, der Herr Strasser sei deswegen sehr unbeliebt gewesen im Haus, weil er politisch eben gesagt habe, das muss so in ein Gesetz gefasst werden, irgendeine Angelegenheit. Die Juristen haben ihm im Haus gesagt, die Gesetze schreiben, das ist ein Schmarrn, das kann man nicht machen, das hält nicht. Minister hat gesagt, ich Minister, du nix, schreib's rein. Und dann mussten sie quasi dann vor den Ausschüssen oder vor anderen, bei anderen Gelegenheiten etwas verteidigen, wovon sie selber nicht überzeugt waren. Also jetzt... schieben Sie das nicht unbedingt auf die Juristen. Diese 29 Millionen sind eindeutig ein politischer Betrag. Und dass das da drin steht, hat meines Erachtens durchaus einen politischen Hintergrund, der eben im Kulturministerium zu suchen ist oder auch im Gespräch zwischen Kultur- und Justizministerium. Das ist nicht unbedingt, glaube ich, die originäre Idee der Zivilrechtssektion. Der Herr Gattrein ist nämlich durchaus ein vernünftiger Mensch und der Herr Auinger ist kein blöder Mensch. Also, und das ist weder eine vernünftige noch eine gescheite Idee. Also, so gesagt, also das ist eine politische Geschichte mit der Speichermedienvergütung. Die Idee mit dem Kriterienkatalog, das würde ich dem Herrn Auinger aber schon durchaus unter die Nase halten. Aber gut. Wir werden sehen, es bleibt spannend und im Grunde genommen, ich habe gestern mit Gerhard Rüss in einem Radiointerview gesprochen, dem Kopf von Kunst hat Recht. Wir sind uns einig gewesen, es wird weiterhin alles Mögliche ausjudiziert werden. Diese Lösung, die gefunden wurde, ist keine Lösung, sondern halt, naja, es ist eine Lösung, die wieder neue Probleme schafft, nicht? Im Grunde genommen. Das ist Arbeitsplatzbeschaffungsmaßnahme für wen auch immer. Ja, aber davon soll man sich die Siesta und die jetzige Pause nicht verwerfen. Danke.